Hallo zusammen. So, wir schauen mal beim Darok rein, bei Strategic Command World War One. Ich denke mal, die letzten Züge brechen an. Der Frühling hat begonnen und ich denke mal, da wird es nur noch einen Weg geben und der heißt zurück. Ich habe ja hier die kleine Frontverkürzung gemacht. Und dann werden wir mal schauen, was er so macht. Ja, da gibt es eins auf die Rübe, würde ich mal so mal behaupten. So, mal gucken, ob wir da irgendwo ein bisschen mit den Upgrades spielen können. Ja, da wird es wahrscheinlich die nächsten. Jupp, 6. 6 zu 0. Das war natürlich hardcore. In der Deckung, hey Leute. Ja, mir gehen die Truppen aus und. Fünf zu eins. No, da ist wieder einer weniger. Ja, man merkt, die Moral ist komplett kaputt. Meine Kampfstärke ist miserabel. Ich meine, er verschanzt sich ja nicht mal mehr. Und trotzdem kriege ich ihn nicht klein. No. Na, Uwe Technologie 2 ist ja dran. Komm in den Hafen, mach schade. Das wäre schön gewesen. Sieben zu vier, aber bitter. 7 Punkte, das ist. Das war bitter. Ah, ich hätte mit den U-Booten eher anfangen sollen. Ein bisschen mehr auf U-Boot-Tech machen sollen. Da wäre wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gegangen mit der ganzen Nordseeflotte. Aber hinterher ist man immer schlauer. So, jetzt versuchen wir, hoffe ich mal, dass der noch. Gerade den hätte ich gedacht, dass der nicht überlebt. So, den ziehe ich jetzt auch gleich mal weg. Kann mit den U-Booten noch ein bisschen agieren. Vielleicht kriege ich ja noch das ein oder andere Schiff von ihm weg. So. Na, ging ja sogar. Nein, ich habe zwei oder drei Cores verloren. Und das Schlachtschiff. Das war bitter. So, ein Core, zwei Core, leichten Kreuzer und den Jagdflieger und das Schlachtschiff. So, ein Ort wurde befreit. So, dann wollen wir mal schauen. So, 3 zu 0. Das ist bitter. So, schauen wir mal hier. Es ist Matsche. Du kriegst dein Upgrade und du auch. So, 4 zu 0, 4 zu 0.
kann da rein oder dahin gehen. Ich kann auch dahin gehen, dann gehst du hier hin und verschanzt dich einfach mal. Du gehst. Na super. Du kannst nach da gehen und dann kannst du nach da gehen. Der Matsch macht's. Ein. Na? Mit 4 zu 3, 4 zu 1, 3 zu 2. Und 2 und 4. Ja, das sind bittere Ergebnisse. Besonders weil er schon eigentlich nichts mehr hat. Das ist so krass. So, Stufe 2 gegen Stufe 2. Ja, er hat 19% Moral, also das ist ja quasi nix. Sind unterstellt, alle, also, aber. Ja, bleibst mal dort. Und, ja. Gut, hier wird's ein bisschen kritisch. Du kannst dich hier verschanzen im Wald. Du. Könntest hier ein Upgrade kriegen. Machen wir es so. Ach shit. Mal gucken. Aber da kriegst du dann Upgrade und da steht jemand in Metz drin und du gehst nach Luxemburg. So. Dann könnt ihr auch nichts mehr tun. So, wir schauen einmal nach, was wir hier schön für die U-Boote haben. So, du fährst nach Hause. So, U-Boot, ein Schlachtkreuzer, ein 0 zu 0. Das ist nicht viel. So. Was haben wir denn da? Einen leichten Kreuzer? Eigenschaften, schauen wir mal, U-Boot-Jagd 2. Also er hat, ist ein bisschen besser in U-Boot-Jagd als ich, hat aber nichts ausgerüstet. Ja, das ist super. Dann gehst du nach Hause. Du gehst nach Hause. Du kriegst dein U-Boot-Tech 2. Du kannst theoretisch auch nach Hause. 0 zu 0. Dann gehst du auch nach Hause und du geht nach dort. Der kann hier aufgefrischt werden. Da könnt ihr alle dann euer Upgrade bekommen und dann wird er uns wahrscheinlich im Hafen ein bisschen beschießen, aber im Endeffekt nicht weiter schlimm. Gut, hier. Du gehst hier hin, kannst dich verschanzen, so dass da keiner durchkommt.
Ein 3 zu 3, ein 3 zu 3. Nur eine Bodendeckung. Kommt ein 3 zu 3. Ein 3 zu 3. Egal. Man hat das Gefühl, dass man wenigstens etwas getan hat. So, jetzt könnte ich natürlich hier und dann einzelne Leute rausholen. Verschanzung von 5, 3, 4, das ist natürlich ganz gut. Aber ich brauche euch hier unten. Einheiten kriege ich nicht dazu. Alles etwas bitter. Ich kann mir aber noch was kaufen. Ich kann mir ein paar Cores zurückkaufen. 142, 1 und das Reserve-Core will ich mir auch noch dazu. Die Abteilung und ich könnte auch eine. Dann schauen wir mal, was man hier noch reparieren kann. So, 4, 6. Katowice. Schauen wir mal, ob man Katowice so weit sturmreif schießen kann. Ich glaube es nicht dran. Aber vielleicht kriege ich ja die Moral nächste Runde auch so weit runtergeschossen. Jawohl. So. Du gehst da rein. Könnt ihr da ein bisschen schon mal schützen. Und dann brauche ich Truppen. Reparieren, reparieren. Du kannst noch. Du bist auf Maximum. Da kann man noch mal reinsetzen und dann war es das wieder mit dem Geld. Es ist schon bitter hier. Und die Moral ist halt am absoluten Tiefpunkt. Ich habe noch 6000 Moralpunkte von 50.000, 13%. Jede Runde verliere ich Moral. Wir gucken mal in die Berichte rein. Geld habe ich nicht. Die Diagramme. Schauen wir mal meine nationale Moral an. Na, wo haben wir denn nationale Moral? Sie geht quasi runter und hält. Sie hält nicht. Also, dass ich jetzt irgendwo mal so einen Tick nach oben kriege, da ist quasi nichts. Hier die Franzosen bleiben, die Italiener sind ja sowieso ganz gut dabei, die Russen verlieren ein bisschen Moral, sind aber immer noch bei ihren 70%, also von der Seite. Es hat eigentlich hier den Knackpunkt gegeben, Österreich, und dann war hier Osmanisches Reich, und seitdem geht es jede Runde runter. Habe eigentlich kein, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe keine Städte verloren, die mir jede Runde Moral kosten. Dresden habe ich ja wieder. Aber sonst meine ich. Ich weiß nicht, ob natürlich hier die ganzen Sachen natürlich noch meine Moral ein bisschen was ziehen, aber im Endeffekt verliere ich halt Moral, weil ich jede Runde Einheiten verliere und selber nicht wirklich viel Schaden mache. Gut, das war's dann schon wieder. Meine viel ist ja nichts zu tun. Und dann beende ich mal meinen Zug. Und wir schauen mal, was noch so passiert. So, die Schweden protestieren, Deutsche, ah, wir streiken. So, innerhalb der griechischen Truppen kommt es zur Kampfhandlung. So, Überfall aufs Reich, das kennen wir ja schon. Die Schotten blockieren uns, die anderen auch. Stimmt, das geht natürlich jetzt nochmal runter. Wir kriegen unsere ganzen Truppen, Sachen werden blockiert. Das heißt, da kriegen wir nichts dazu.
Ein bisschen was kriegen wir durch Schweden rüber. Wir steigern die Moral und haben ganze 400 MPP. Wahnsinn. So, das war's schon. Dann vielen Dank fürs Zusehen und ja, schaut gerne nochmal die restlichen Runden zu. Viele werden es ja nicht mehr werden. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.